Grüß Gott, mein Name ist Dr. Gertraud Pflügel. Das ist der Kanal Pro Santa Ecclesia. Ein herzliches Willkommen. Alles zur größten Ehre Gottes und seiner heiligsten Mutter. Ich möchte diesmal ein Video einschalten zum Thema Luisa Picareta. Zurzeit gehen die Wellen ziemlich hoch, auch in den USA. Das möchte ich jetzt nur andeuten. Bei Daniel O'Connor findet man Videos, wo er vehement und mit Leidenschaft die Schriften von Luisa Picareta verteidigt, die Lehre vom Leben im göttlichen Willen. Dort gibt es einen ausgetretenen Priester, der der Petrusbruderschaft angehört hat, der Luisa wirklich verteufelt auf eine ganz schlimme Art und Weise. Ich möchte nicht näher darauf eingehen. Daniel O'Connor hat da wirklich sehr kraftvoll sich eingesetzt und diese Anklagen zurückgewiesen, diese Verurteilungen und diese eine regelrechte Dämonisierung. Es ist vielleicht gar nicht so gut, wenn ich das erwähne, weil dann vielleicht noch andere Leute auch bei uns hier neugierig werden und aufmerksam werden. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, was in letzter Zeit in den USA geschehen ist, sondern auf etwas, das schon seit fast 6 Jahren bei uns im deutschen Sprachraum kursiert. Ein Schriftstück, das immer wieder einem begegnet, wo Luisa Picareta auch auf das Schärfste verurteilt wird. Und es ist ein Schriftstück verfasst vom ehemaligen Superior des Salvatorianerkollegs in Lochau, Hörbrands, Pater Wolfgang Sütterlin. Und darauf möchte ich mich hier beziehen. Es ist eine Schrift, nämlich aus dem Grund, es ist eine Schrift, die sehr großen Einfluss ausübt im Stift Heiligenkreuz. Das Stift Heiligenkreuz besitzt ja eine päpstliche Hochschule, eine theologische Hochschule, die einen sehr großen Zustrom hat und einen sehr großen Einfluss auch im ganzen deutschen Sprachraum, vor allem im südlichen Bereich. Also die Priester in der Umgebung weit über ein weites Gebiet, die Theologen orientieren sich an Heiligenkreuz. Und dort ist es seit Jahren, sitzt das so richtig fest, wie einzementiert und eingemauert das Vorurteil gegen Luisa Picareta. Und anscheinend auch aufgrund dieses Schreibens von Pater Wolfgang Sütterlin. Ich möchte auf keinen Fall die Fronten noch mehr verschärfen dass die Wellen noch höher gehen. Ich möchte keine Konfrontationen in dem Sinn heraufbeschwören, dass es zu Streit kommt, dass das noch mehr eskaliert, sondern es ist mein Anliegen, ich möchte versuchen, einer Klärung behilflich zu sein, dienlich zu sein, dass es zu einer Klärung kommt, weil nach meinem Verständnis handelt es sich hier um Missverständnisse, um Irrtümer bzw. Missverständnisse. Und solche Dinge müssen einfach geklärt werden. Ich habe es ohnehin schon zu lange anstehen lassen eigentlich. Jetzt habe ich mich doch durch mehrfache Anregung ich wurde richtig angestoßen, richtig gehend. Ich soll Stellung nehmen. Und dadurch habe ich mich jetzt doch dazu entschlossen. Beginnen möchte ich mit einem Schriftstück, das von Priestern stammt, die in Heiligenkreuz die Katechistenausbildung leiten, Pater Josef Herget und Pater Leiner. Diese zwei Priester leiten den sogenannten LAC-Kurs, also eine Ausbildung zum Laienkatecheten. Und dort wird ausdrücklich gewarnt vor den Schriften von Luisa Picareta und sogar verboten, eigentlich sich damit zu beschäftigen. Und in diesem Schreiben, das ich hier vorliegen habe, kommt klar heraus, dass sie sich auf die Aussagen von Pater Sütterlin stützen. Ich möchte ein paar Aussagen zitieren, damit Sie konkret ein Bild haben, wie die Schriften von Luisa Picareta aufgefasst werden. Es wird gesagt, ich mache jetzt nur ein paar Auszüge, es wird gesagt, dass diverse Inhalte, die sich unter den sogenannten Privatoffenbarungen der Picareta befinden, theologisch nachweislich falsch sind und zu Problemen führen. Theologisch nachweislich falsch. Das ist ein Ausdruck, den ich nicht nachvollziehen kann, aber ich möchte es Ihnen vorlesen, damit Sie wissen, wie
Ja, es sind wirklich Vorurteile und Behauptungen, die eigentlich nicht der Wahrheit entsprechen. Es sind Irrtümer und deshalb ist es eben mein Anliegen, da zur Klärung beizutragen. Man behauptet hier, es sind Inhalte theologisch nachweislich falsch. Das war seit Jahrzehnten, hat man da untersucht im Zuge des Seligsprechungsprozesses und nichts festgestellt. Und auf einmal kommt es von allen möglichen Seiten, die Schriften seien theologisch nachweislich falsch. Und dann verweisen die Verfasser auf den Anhang, den sie dazu geben. Das ist eben dieses Schriftstück von mehreren Seiten, Pater Wolfgang Sütterlin, wo man die Probleme und die Unstimmigkeiten detailliert aufgewiesen werden. Und das möchte ich Ihnen dann eben auch detaillierter, nicht ganz im Detail, aber doch die wichtigsten Punkte behandeln. Denn hier ist es für mich offensichtlich so, dass es da Missverständnisse gibt. Man sagt, die Patres, Pater Herget und Pater Leiner sind sich sicher, dass es sich um theologische Irrtümer bei Luisa handelt, theologische Fehler. Zitat, die sogar konkret gegen dogmatische und somit unumstößliche Lehren der katholischen Kirche gehen. Also die Lehren von Luisa Picaretta würden direkt der katholischen Lehre widersprechen. Das ist die Auffassung. Und es ist eben eine sehr große Wirkung, die davon ausgeht, vom Stift Heiligenkreuz, von der Hochschule, von den Lehrenden dort, dass ich jetzt wirklich diese Schriften zum Anlass nehme, mich damit zu befassen und Ihnen, dass Sie auch damit zu konfrontieren, in der Hoffnung, dass es da zu einer Klärung kommt. Ich persönlich bin überzeugt, dass Luisa Picaretta vom Himmel uns geschenkt wurde, dass ihre Schriften vom Himmel geschenkt worden sind zur Vollendung, zur höchsten Heiligkeit, die die Kirche erreichen soll, wie es ja auch in der Heiligen Schrift verheißen ist. Die Kirche der Endzeit wird ohne Makel und ohne Fehler sein. Sine macula, sine ruga, so sagt es der heilige Apostel Paulus im Epheserbrief 5, 27. Und gerade diese Gabe wird uns dorthin führen. Es ist eine Gnadengabe, das ist ein Ausgießen der göttlichen Gnade und Liebe in noch höherem Grad als bisher. Aber jetzt kehre ich zurück zu dieser Schrift von Pater Herget und Pater Leiner. Es wird hier auch gesagt, es gibt auch, man behauptet auch, dass der heilige Pater Pio angeblich empfohlen hätte, diese Botschaften von Luisa Picaretta und diese Aussage ist nachweislich falsch. So behaupten Pater Herget und Pater Leiner, und da werden wir auch sehen, dass das nicht so einfach ist. Die Apostel von Luisa Picaretta, so auch ich, wir sprechen ja immer wieder davon, dass Pater Pio mit Luisa in Verbindung gestanden hat, zwar nicht persönlich, aber doch durch Federico Abresch vor allem hauptsächlich, aber auch durch andere Seelen, die beide besucht haben. Seelen, die sowohl bei Pater Pio gebeichtet haben, als auch Luisa Picaretta aufgesucht haben. Da gab es mehrere Verbindungslinien zwischen Luisa Picaretta und Pater Pio durch diese Personen. Sie selber haben sich nie persönlich getroffen und sich nie in die Augen geschaut, aber sie haben kommuniziert durch Mittelspersonen. Das kommt dann später auch noch. Also diese Behauptung kann ich nicht teilen. Es gibt da eine Behauptung und eine Gegenbehauptung. Also es kann nur eines davon stimmen. Da muss man zumindest einmal nachdenklich werden und sich fragen, versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Und dann ist die Rede davon, dass Anfang dieses Jahres die Nachricht kam aus dem Dikasterium für Selig- und Heiligensprechungsprozesse im Vatikan, dass der Seligsprechungsprozess von Luisa aufgrund von theologischen Fehlern ausgesetzt wurde. Also dieses Schreiben trägt kein Datum, aber daraus kann ich erkennen, es muss aus dem Jahr, aus dem heurigen Jahr stammen, dieses Schreiben von Pater Herget und Pater Leiner. Eine Seite lang ist dieser Brief. Und es wird dann auch noch gesagt, wir hegen grundsätzlich keine allgemeine Ablehnung gegen katholische Privatoffenbarungen, erst recht nicht, wenn sie offiziell anerkannt sind. Und wir wissen, dass diese, und
Ja, und dann kommt diese Aussage, bei Luisa Picaretta handelt es sich aber offenkundig, das ist jetzt ein Zitat, offenkundig um keine echten, Schrägstrich guten Privatoffenbarungen. Also so ist der Wortlaut. In diesem Fall von Luisa Picaretta handelt es sich offenkundig um keine echten bzw. guten Privatoffenbarungen, weswegen wir deutlich davor warnen. Es wird also ein Urteil eigentlich schon getroffen, dass diese Offenbarungen nicht echt sein können und dass sie nicht gut sein können. Daniel O'Connor in seinem Buch The Crown of Sanctity, er verteidigt die Schriften von Luisa Picaretta. Er sagt, es kann sogar sein, dass in Zukunft die Schriften von Luisa Picaretta nicht anerkannt werden. Aber er sagt trotzdem, ist das eine so wunderbare Spiritualität, dass nur ein religiöser oder theologischer Genius auf eine solche Idee kommen kann, solche Dinge zu schreiben. Und dass inhaltlich von der Sache her, von der Substanz her, die Schriften so wertvoll sind. Es ist dann gar nicht so entscheidend, ob Luisa Picaretta anerkannt wird oder nicht. Es ist inhaltlich eine ganz gesunde Lehre und es ist wie organisch durch die ganzen 2 Jahrtausende ist die Spiritualität der Kirche gewachsen, die Erkenntnis der Seelen, die Heiligkeit. Und die Schriften über den göttlichen Willen bilden so etwas wie den Gipfel oder den Zenit oder die Krone. Und darum auch der Titel The Crown of Sanctity. Man sieht ein organisches Wachstum in der Gotteserkenntnis, in der Gottesliebe, in der Heiligkeit. Und es mündet dann oder führt dann zum höchsten Punkt, wie zum Schlussstein einer Kathedrale oder zum obersten Schlussstein eines edlen Gebäudes, eines Domes, einer Kirche. Das ist dann die höchste Form der Vereinigung mit des Lebens in Gott, Leben im göttlichen Willen. Und die Ansicht von Daniel O'Connor, der an einem Seminar in New York Theologie unterrichtet, die Ansicht scheint mir sehr klug, sehr besonnen, sehr vernünftig, sehr einfach plausibel, weil er keine Extreme vertritt, sondern er integriert eigentlich alles, was Gott bisher in der Kirche geschenkt hat, die ganze Tradition, die Überlieferung. Und da sieht man, wie alles von Gott her ganz organisch und systematisch und geordnet gedacht war und ans Ziel geführt wird. Und so ist das Leben im göttlichen Willen, das einfach schon wie eine Pflanze sich immer höher entwickelt und immer mehr entfaltet, die volle Entfaltung der ursprünglichen Gnade der Taufe. Im Grunde genommen ist das die Taufgnade, die sich immer mehr entfaltet. Und die volle Entfaltung ist das Leben im göttlichen Willen. Das behaupte ich jetzt, füge ich hier ein. Und bei Daniel O'Connor sieht man in seinem Buch, wer immer in der Lage ist, ich kann es wirklich nur empfehlen, The Crown of Sanctity, On the Revelations of Jesus to Luisa Picaretta. Es ist ein ganz dickes Buch. Das kann ich wirklich nur empfehlen, weil man hier einen ganz gesunden, soliden Zugang bekommt. Wer Englisch kann, möge sich dieses Buch besorgen, möge es lesen. Es ist so umfangreich, so dick, dass man wahrscheinlich nicht den ganzen Inhalt schaffen wird, aber man kann sich ja Kapitel aussuchen. Und er hat auch ein Kapitel, ein umfangreiches, wo er die Kritik widerlegt. Viele Arten des Zweifels, der Anklagen, der Anfragen. Also dieses Buch kann ich wirklich nur empfehlen. Da sind keine Emotionen, da ist keine Angriffslust in keiner Weise. Es ist eine ganz solide Schrift. Aber jetzt noch einmal zurück zu Pater Herget und Pater Leiner, die sich ja auch offenkundig um die Reinheit des Glaubens bemühen und in der Überzeugung, recht zu handeln, diese Verantwortung wahrnehmen zu müssen, dieses Schreiben verfasst haben. Ich möchte da auch in keiner Weise jetzt einen persönlichen Angriff starten. Ich sehe sehr wohl, dass es hier um ein Streben geht, besonnen und verantwortungsvoll zu handeln, der Kirche treu sein zu wollen. Und genau das will ich auch und genau das will auch Daniel O'Connor und das wollen eigentlich alle wirklich seriösen, sagen wir, alle aufrichtigen, ehrlichen
Apostel, auch vom göttlichen Willen, sie wollen ja der Kirche dienen, dem Reich Gottes auf Erden, seiner Ausbreitung dienen. Und so verstehe ich auch diese Sorge. Aber eben, ich bin überzeugt, dass es da Irrtümer gibt und Missverständnisse, die eigentlich, wo man einen Schaden zu vermeiden sucht, die eigentlich auch wieder einen Schaden verursachen, ohne es zu wollen. Und wenn ich mich da jetzt einmische, ich bin ja keine Professorin, dann können die Professoren, die Theologen im Heiligen Kreuz natürlich auch sagen, was äußert sich die da? Ich habe nicht einmal einen theologischen Abschluss. Was bilde ich mir da ein? Und solche Gedanken kann ich mir durchaus gut vorstellen, dass da bei den Heiligen Kreuzern auftauchen, wenn überhaupt man sich da befasst mit meinen Videos. Das ist, da bin ich mir auch im Klaren, dass mein Kanal in Heiligen Kreuz wahrscheinlich wenig Echo findet und wohl kaum jemand da hineinschaut. Aber trotzdem, es ist ein Versuch. Es ist mir ein Anliegen. Und so sagen Pater Herbert und Pater Leiner, wir bitten die Anhänger dieser Botschaften, diese Inhalte im gesamten Rahmen unseres LAK, also Laienausbildungskurses für Katechisten, keinesfalls und in keiner Weise mehr zu verbreiten. Alle anderen Teilnehmer bitten wir um Vorsicht. Und so sind auch die Abgänger dieses Katechistenkurses sehr reserviert gegenüber den Schriften von Luisa Picaretta. Und sie sagen hier noch einmal, es ist kein persönlicher Angriff gegen Personen. Wir schätzen jede fromme und gut gemeinte Absicht. Doch sehen wir es als unsere Pflicht, vor Irrtümern und Verwirrungen deutlich zu warnen. Und so in demselben Sinn möchte ich das auch jetzt unternehmen, hier eine Klärung zu versuchen. Ich möchte auch niemanden angreifen, sondern eine Klärung herbeiführen, am liebsten herbeiführen, zumindest einmal anregen. Und jetzt zu dem Schreiben von Pater Sütterlin. Das ist natürlich zu lang und zu viel. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, sondern nur auf einzelne Punkte aufgreifen. Pater Sütterlin ist im protestantischen Milieu aufgewachsen. Man muss es dazu sagen. Er hat also nicht von Jugend an die katholische Lehre gekannt, sondern er ist erst mit 55 Jahren zum Priester geweiht worden, ein Spätberufener. Das spricht für ihn. Er ist sicher einen langen Weg gegangen der Suche, der Annäherung an den katholischen Glauben. Er ist bei den Salvatorianern eingetreten, hat in München studiert, was sicher auch nicht einfach war, weil er sich meines Wissens, soweit ich das verstehe, wirklich aufrichtig bemüht um den katholischen Glauben und das sich bestrebt ist, wirklich den katholischen Glauben zu leben und weiterzugeben. Aber es war für ihn sicher auch nicht einfach. Ich sage das nur dazu, das protestantische Milieu in seiner Kindheit, die Universität, die Theologische Hochschule in München, all das hat es ihm sicher nicht leichter gemacht, sondern ich vermute auch, dass es da zu Missverständnissen gekommen ist, zu irgendwie, niemand ist gefeit davor. Und dann ein Ereignis, das seine Voreingenommenheit, so wie es mir scheint, ausgelöst hat. Eine Bekannte kam auf ihn zu und hat sofort begonnen, ihm ganz begeistert von der großartigsten Entdeckung ihres Lebens zu erzählen, der Spiritualität von Luisa Picaretta. Also eine Frau, die ganz begeistert davon erzählt hat, und bei ihm ist das ganz schlecht angekommen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, sehr viele Priester, das Schlechteste, was man machen kann, ist ihnen ganz begeistert von einer geistlichen Entdeckung zu erzählen. Das kommt bei ihnen ganz schlecht an. Es ist leider so, wir Laien, wir machen das so, wenn wir einander etwas erzählen, etwas Neues, ein Gnadengeschenk oder irgendetwas, ein Geschenk des Himmels, was man entdeckt hat, was man weitergeben möchte, wovon man ganz erfüllt ist, dann schwärmt man davon und ist ja oft euphorisch und erzählt in den höchsten Tönen.
Und der andere, ja, man geht davon aus, ist das Feuer, das in mir brennt, das muss ja den anderen auch anstecken. Das funktioniert unter den Laien so, aber auch nicht bei allen. Da gibt es auch viele, die dann schon das in die falsche Kehle bekommen. Und bei den Theologen, bei den Priestern ist das noch viel stärker. Da muss man sich gerade vor so etwas hüten. Also das Pfingstereignis vor 2000 Jahren, wo Petrus und die Jünger ganz begeistert gesprochen haben von der Terrasse herunter und sich gleich tausende Menschen angeschlossen haben. Ich weiß nicht, wie das heute ankommen würde. Es ist eine große Problematik. Man muss da sehr vorsichtig sein, wenn man gerade wenn man einem Priester etwas vermitteln möchte als Laie. Da muss man sich hüten vor einer Art Begeisterung. Ich habe das selber auch schon gelernt. Am Anfang habe ich das auch so gemacht und dann gesehen, dass ja, das wurde so negativ aufgenommen und nie der Priester, wo ich das erlebt habe, er hatte diesen Eindruck und dann stand das wie eine Mauer zwischen uns beiden und ich konnte da nichts mehr machen. Also ich möchte Sie auch ersuchen, bitte seien Sie vorsichtig. Mit dieser Begeisterung zerstören wir meistens mehr, als wir. Wir wollen weitergeben, wir wollen beschenken, wir wollen Freude bereiten, aber das kommt ganz anders an. Also bitte darum Vorsicht, weil es auch bei Pater Süterlin anscheinend, so wie es aussieht, der Auslöser war. Er hat sich nämlich dann nach dieser Begegnung, nach diesem Erlebnis auf die Suche gemacht. Schon negativ eingestellt, völlig negativ. Ja, in welche Sekte ist denn die geraten? Und ich überspringe jetzt etliches. Ich möchte mich nur auf ein paar Dinge beschränken, die mir zentral erscheinen. Er führt dann einige Punkte an. Einige Seiten, wer die Schriften von Luisa Picaretta im Wortlaut liest, kann leicht den Eindruck gewinnen, dass. Das ist dann immer dieselbe Formulierung. Also er macht es auch vorsichtig. Wer die Schriften von Luisa Picaretta im Wortlaut liest, kann leicht den Eindruck gewinnen, dass. Also er sagt nicht, es ist so und so, sondern man kann leicht den Eindruck gewinnen. Und der erste Fragepunkt oder Anklagepunkt ist jener, wo es heißt, wer die Schriften von Luisa Picaretta im Wortlaut liest, kann leicht den Eindruck gewinnen, dass Jesus durch sie eine neue, bisher verborgene Stufe der Offenbarung gibt. Also er erklärt dann, es gab die Schöpfung, das große Werk der Schöpfung, und dem ist eigentlich das Alte Testament zuzuordnen, die Ära, der alte Bund, das Werk der Schöpfung. Und dann ein neuer Abschnitt mit der Menschwerdung Christi durch das Ja Mariens, die Erlösung. Das Ja Mariens hat der Menschwerdung und der Erlösung den Weg bereitet. Das ist ja wohl nicht zu leugnen. Und nun soll das dritte Fiat kommen. Das dritte Fiat soll eine neue Ära einleiten. Und ohne dieses dritte Fiat bleibt laut Luisa Picaretta das Schöpfungs- und das Erlösungswerk unvollkommen. Und das bekrittelt Pater Süterlin, weil er meint, das ist ja auch richtig, Bibel und Kirche lehren, dass die Offenbarung abgeschlossen ist. Und alles, was der Mensch zu seinem Heil braucht, findet er in der Heiligen Schrift und im Glaubensschatz der Kirche. Das ist Lehre der Kirche. Aber doch ist es so, dass es immer wieder Privatoffenbarungen gibt. Das heißt, Gott teilt sich weiterhin mit. Die allgemeine Offenbarung oder die öffentliche Offenbarung, das ist die Heilige Schrift, ist abgeschlossen mit dem Tod des letzten Apostels. So heißt es in der Kirche. Das ist ja nicht zu leugnen. Aber doch teilt der Himmel sich weiter mit. Und die Kirche anerkennt dies auch, zum Beispiel die Erscheinungen der Mutter Gottes in Fatima oder die Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu, Margarita Maria Alacoque, verschiedene Offenbarungen. Sie sind auch in die Lehre der Kirche eingegangen und sogar in die Liturgie der Kirche, zum Beispiel das Fronleichnamsfest. Es geht auch auf eine Offenbarung zurück nach der Abschluss der Heiligen Schrift. Also es gibt immer noch der Himmel führt immer noch weiter. Und Jesus sagt ja auch, in seinen Abschiedsreden im Johannesevangelium Kapitel 16, ich werde euch oder es wird der Heilige Geist kommen und er wird euch alles lehren und euch in die ganze Wahrheit einführen. Also er sagt selbst, unser Herr und Heiland
Und Erlöser sagt selbst, der Heilige Geist wird uns in die ganze Wahrheit einführen. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Das waren seine Worte bei den Abschiedsreden. Also er selbst sagt, der Heilige Geist ist der Beistand, der Tröster, der Lehrer der Kirche, der sie weiterführt nach seinem Fortgang, nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Und die Anklage, der Kritikpunkt hier ist, dass eine neue Ära kommen soll durch eine bisher verborgene Stufe der Offenbarung. Ich sehe hier kein Problem, denn Gott offenbart sich immer mehr, er deckt immer mehr auf, er teilt sich immer mehr mit. Und so ist es ja wohl auch unleugbar. Es kommen immer wieder neue Einsichten, oft eben durch Offenbarungen, durch Erscheinungen. Und es wird ja wirklich eine neue Ära geben. Und daran gibt es keinen Zweifel. Ich weiß jetzt nicht, wie Pater Wolfgang Sütterlin das hier versteht, ob er überhaupt die Möglichkeit einer neuen Ära leugnet, weil er sagt, das dritte Fiat wird eine neue Ära einleiten. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt das Problem hat mit dem dritten Fiat oder auch noch dazu mit der neuen Ära. Auf jeden Fall ist die neue Ära gehört zum Glaubensgut der Kirche ganz eindeutig, wenn man sieht, die Väter in der Antike, sie haben von der Sabbatruhe gesprochen. 6 Tage, das heißt eine lange Periode des Arbeitens, der Mühe, des Aufbaues in der Kirche. Und dann der 7. Tag, eine Ära, wo die Kirche ausruht von ihren Mühen, das heißt Gott ausruht und Gott verherrlicht wird, die Kirche ihre volle Entfaltung und Herrlichkeit erreichen wird auf Erden. Das sagen die Väter schon. Sie sprechen von der Sabbatruhe. Und Daniel O'Connor führt eine ganze Reihe von Mystikern an und auch von Heiligen und von Päpsten sogar. Der Priester Charles Armignon hat gesprochen von einer neuen Ära. Die kleine Theresia von Lisieux hat sein Buch gelesen und hat gesagt, das ist eine der größten Gnaden ihres Lebens überhaupt gewesen. Der heilige Don Bosco spricht von einer neuen Ära. Der heilige Vinzenz Ferrer, Anna Maria Taigi, Elisabeth Canori Mora, Papst Pius IX, Papst Pius IX, 1878, es wird ein Hirt sein und eine Herde, auch ganz deutlich. Der heilige Ludwig Maria Grignion von Montfort spricht davon. Der heilige Maximilian Kolbe, die heilige Katharina Laborie. Ich führe nur an kurz den heiligen Ludwig. Er sagt ganz deutlich in der kleineren Schrift Das Geheimnis Marie. Er sagt, es werden große vom Heiligen Geist und vom Geist Marie erfüllte Männer erweckt werden, denen Maria die Gnade vermitteln wird, große Wunder in der Welt zu wirken, um die Sünde zu zerstören und das Reich Jesu Christi, ihres Sohnes, auf dem zertrümmerten Reich der verdorbenen Welt wiederherzustellen. Also das Reich Jesu Christi wiederherstellen, das ist dann keine Eintagsfliege, sondern eine ganze Epoche. Diese Seelen, diese sogenannten Apostel der Endzeit, werden das Reich Christi auf den Trümmern der verdorbenen Welt wiederherstellen. Und gerade durch diese Andacht wird das geschehen, so sagt der heilige Ludwig. Also dass es eine neue Ära geben wird, das ist ohne jeden Zweifel. Das lesen wir ja auch im Alten Testament bei den Propheten, zum Beispiel Jesaja, wo es heißt, die Menschen werden alt wie die Bäume, das Schaf und der Wolf sind zusammen, Kuh und Bärin freunden sich an und diese Passagen. Oder auch im Neuen Testament, in den Evangelien und in den Briefen der Apostel lesen wir ja auch vom Reich Gottes, das kommen wird. Von einer Zeit, wo die Kirche auf Erden triumphieren wird. Und das ist eine ganze Ära. Und ich sehe da kein Problem, dass Gott immer wieder etwas Neues enthüllt, das bisher verborgen war. Nur muss es immer auf die Heilige Schrift zurückzuführen sein. Das ist ja auch die Lehre der Kirche. Es muss alles in der Schrift begründet sein. Und es ist eigentlich alles, was nachher folgt an Offenbarung und Entfaltung, eine immer deutlicher, eine Verständlichmachung dessen, was in der Heiligen Schrift schon enthalten ist. Es entfaltet sich das, was in der Heiligen Schrift schon enthalten sein muss.
Der nächste Punkt ist, wer die Schriften von Luisa Picaretta im Wortlaut liest, kann leicht den Eindruck gewinnen, dass Jesus die Priester verpflichtet, die neue Lehre anzunehmen und zu verbreiten. Da ist wahrscheinlich, ich vermute, gemeint die Stelle vom 18. Januar 1927, wo Jesus zu Luisa spricht von seinem Ruf. Es ist, er zwingt nicht, das ist ganz deutlich, es gibt keinen Zwang bei Jesus. Gerade in den Schriften von Luisa wird das deutlich. Aber er beruft sie, diese Schriften, er nennt das sogar dieses Evangelium vom göttlichen Willen zu verbreiten. Aber damit meint er natürlich nicht einen Ersatz für die Heilige Schrift, sondern eine tiefere Erklärung, Verständlichmachung, dass man es noch tiefer und vollkommener leben kann. So ist das von Jesus her sicher gedacht. 18. Jänner 1927, er lädt also die Priester ein, den göttlichen Willen zu verbreiten, Apostel des göttlichen Willens zu sein. Es handelt sich ja nicht um eine neue, wesensfremde, substanziell neue Lehre, die jetzt dazukommt und die Bibel ergänzen soll, sondern die Bibel soll erklärt werden. Sie wird erklärt, sie wird tiefer verstanden. Das ist, ich glaube, das andere, das wäre ein Missverständnis, da bin ich mir sicher. Es wird hier eben der Verdacht ausgesprochen, niemals dürfen die Schriften, Offenbarungen, dürfen niemals den Anspruch erheben, Neues hinzuzufügen. Das ist auch ja bei Luisa nicht der Fall. Sie sind ein bloßes Angebot und daher auch, ich rufe die Priester, sagt Jesus. Er zwingt sie nicht, er ruft sie, er lädt sie ein, dort in dieser Stelle 1900, was ich gerade erwähnt habe, 18. Jänner 1927. Das, was wir schon haben, wollen wir besser verstehen und tiefer leben. Das ist auch das einzige Motiv bei Luisa Picaretta. Und der nächste Punkt, wer die Schriften von Luisa Picaretta im Wortlaut liest, kann leicht den Eindruck gewinnen, dass es nun einen ganz einfachen Weg gäbe, um im Willen Gottes zu leben. Und da handelt es sich meiner Ansicht nach auch um ein Missverständnis. Es heißt hier entschiedene Übergabe des eigenen Willens, Gebet und Studium der Schriften Luisas. Und das allein würde schon genügen, um auf die höchste Höhe der Heiligkeit zu kommen. Weil es hier zu einer Gegenüberstellung kommt, zu einem scheinbaren Widerspruch. Pater Sütterlin sagt nämlich hier, dieser einfache Weg, also Übergabe meines Willens, Gebet, Studium der Schriften Luisas, das würde dann schon einfach in die höchste Vereinigung mit Gott führen. In eine bisher nie dagewesene Vollkommenheit, die alles übertrifft, was wir aus der Überlieferung kennen. Und da ist das Wahre mit dem Irrtum vermischt. Er sagt hier, dem steht der klassische, von vielen Heiligen gelebte und beschriebene Weg des Ringens, der Reinigung, der inneren Nachterfahrung und schrittweise immer tieferen Gottesbegegnung entgegen. Er sieht hier einen Widerspruch, wo eigentlich kein Widerspruch besteht. Bei Daniel O'Connor sieht man das ganz klar auch in seinem dicken Buch, The Crown of Sanctity. Er erklärt hier ganz klar, und dieser gesunde Zugang, dass wir die Tradition brauchen. Wir können nicht da wegschieben, das, was früher war, was Jesus uns gegeben hat, die Väter, die Kirchenlehrer, die ganze 2000-jährige Geschichte der Kirche, die Lehre der Kirche, das Lehramt der Päpste, die Konzilstexte, dass es Gott will nicht, dass wir das alles einfach wegschieben. Er meint jetzt nicht, dass wir nicht mehr zur Beichte gehen brauchen, dass wir nicht mehr die heilige Kommunion brauchen, dass wir nicht mehr in die heilige Messe gehen brauchen, weil jetzt haben wir etwas, das alles übertrifft, das ist viel größer. Wir brauchen uns nicht mehr bemühen um die innere Läuterung. Das meint Jesus nicht bei Luisa, sondern er sagt ja selbst, diese Heiligkeit im göttlichen Willen ist die Spitze, sie ist der Gipfel. Das heißt ja, übertragen jetzt oder konkret, das heißt ja genau konkret, dass wir alles, was vorher war, verinnerlichen müssen, ernst nehmen müssen. Es wäre, je mehr wir davon studieren, je mehr wir davon kennen, je mehr wir uns da vertiefen in das, was früher war, umso eher werden wir auch im göttlichen Willen leben können. Also dieser scheinbare Widerspruch, es ist genau das Gegenteil.
Wir müssen uns bemühen um die Grundlagen, die Fundamente, den Katechismus studieren, die Grundlagen. Wir glauben, den Glauben zu kennen, und wir kennen ihn sehr wenig. Das habe ich selber gemerkt, wenn man sich wirklich vertieft in die Schriften, allein in den Katechismus, wie wenig wir unseren Glauben kennen. Also einfach nur die Grundlagen, da müssen wir eigentlich anfangen. Und gerade dann, wenn wir im göttlichen Willen leben wollen, müssen wir auf die Grundlagen zurückgehen. Also auf den Katechismus, auf die Tugenden, die Kardinaltugenden, die einen guten Beichtspiegel, eine Beichte, eine regelmäßige Gewissenserforschung, eine ehrliche, aufrichtige, tiefe Gewissenserforschung. Also da können wir nicht so drüber hinwegfliegen und sagen, das geht uns alles nichts mehr an. Wir sind ja schon viel weiter. Das geht, und das, wenn wir uns mit dem Alten befassen, dann steigen wir wieder hinunter. Dann ist das ein Rückschritt. Das ist ein Irrtum. Und da muss ich sagen, viele von uns und ich selber, wir haben da auch Schwierigkeiten mit Luisa Picaretta insofern, weil wir erkennen das große Geschenk, aber wir können es nicht gleich so verstehen und einordnen. Und man tut sich dann auch schwer, diese große Gabe, diese große Gnade einzuordnen und in Verbindung zu bringen mit dem Früheren, mit dem schon Bestehenden. Wie hängt das zusammen? Und da sind sicher auch viele Dinge passiert, leider einfach auch aufgrund unseres begrenzten und beschränkten Fassungsvermögens. Und Missverständnisse sind entstanden, es sind auch fehlgeleitete Praktiken entstanden, das wird auch von Pater Sütterlin erwähnt, in den USA, aber auch hier bei uns. Da gibt es Leute, ich weiß selber von einer Gruppe, die gehen nicht mehr zur Beichte, die gehen nicht mehr zur Messe in die Pfarrkirche, weil sie im göttlichen Willen leben. Sie stehen schon über allem drüber, sie brauchen das alles nicht mehr. Und das sind fatale Irrtümer. Luisa Picaretta hat selber jeden Tag die heilige Kommunion empfangen. Jeden Tag hatte sie eine heilige Messe. Sie hat sehr oft gebeichtet. Also sie hat das ganze sakramentale Leben gelebt. Sie hat die Schriften der Kirche ernst genommen, die Weisungen ihrer Oberen, das heißt der Priester, die sie begleitet haben, die Weisungen des Erzbischofs. Sie war punktgenau gehorsam. Das sagen alle. Luisa hatte einen außerordentlichen, pünktlichen Gehorsam. Und das sagt ja auch schon viel. Also ein einfacher Weg, da ist, es ist, wenn man die Gabe empfängt, das möchte ich noch dazu klären, wenn ich die Gabe in Empfang nehme, dann geschieht das wirklich auf einen Schlag. Man erfährt davon, man will es und man macht einen Willensakt. Ich schenke Gott meinen Willen und bitte ihn um seinen Willen als Gabe. Und Gott gewährt das Geschenk wirklich sofort. Aber eben dann beginnt ja der Weg der Reinigung, oder er geht eben weiter. Wir setzen dort fort, wo wir gerade stehen. Wir brauchen Reinigung, wir brauchen Erleuchtung. Und es wächst das göttliche Leben hoffentlich in uns weiter. Und wenn wir die Gabe des göttlichen Willens empfangen, dann ist es ja gerade dann auch notwendig, dass wir unsere Reinigung fortsetzen, dass wir uns um die Tugenden bemühen. Und je mehr wir uns um die Tugenden bemühen, werden wir auch im göttlichen Willen leben können. Umso reiner und umso vollkommener werden wir im göttlichen Willen leben können. Im Grunde genommen ändert sich überhaupt nichts, dass wir einfach den Weg der Reinigung und der Tugenden fortsetzen, aber in dem Wissen, dass es jetzt eine Gabe gibt, wodurch Gott jetzt in uns, also uns seine eigene göttliche Wirkweise mitteilt. Wir dürfen gemeinsam mit ihm mitwirken auf eine göttliche Weise. Und das ist das Neue, auf ewige, universelle Weise wirken zu dürfen. Das ist der Unterschied. Und das ist dieser himmelhohe Unterschied, der immer wieder bei Luisa Picaretta angesprochen wird. Aber das heißt nicht von unserer Seite, vom Menschen her, dass wir uns nicht mehr, dass wir keine Reinigung mehr brauchen und dass das alles so in einem Aufwaschen, dass wir das erledigen können und wir sind vollkommen und heilig. Das wäre völlig falsch verstanden. Und wer die Schriften von Luisa Picaretta im Wortlaut liest, kann leicht den Eindruck gewinnen, dass die Gotteserfahrung der Heiligen im Vergleich zu dem, was nun komme,
eine armselige und kärgliche Vereinigung darstelle. Da habe ich leider auch Missverständnisse ausgesprochen oder unglückliche Ausdrücke gewählt. Es ist ja das Höchste, was es gibt, wenn eine Seele mit Gott vereint wird. Daniel O'Connor stellt das auch ganz klar. Das Höchste, was es überhaupt auf Erden geben kann, ist die mystische Vermählung einer Seele mit Gott. Die Vereinigung der Seele mit Gott ist der Gipfel der menschlichen Spiritualität. Und das ist das Höchste und das Größte und wo eigentlich diese Ausdrucksweise wirklich unangemessen ist, armselig und eine armselige Vereinigung. Es ist nichts Armseliges, wenn Gott die Seele zu sich erhebt und sich mit ihr vereint. Das ist das Höchste und das Größte, das wir alle anstreben müssen, sollen. Daniel O'Connor sagt das in seinem Buch ganz klar. Und darum müssen wir uns bemühen, danach müssen wir streben, auch gerade dann, wenn wir im göttlichen Willen leben wollen. Dann ist das nicht etwas, das uns nicht mehr interessiert, dass wir alles hinter uns gelassen haben, sondern gerade dann wollen wir auch nach dieser mystischen Vermählung streben, der vollkommenen Vereinigung mit Gott, weil wir in dem Zustand der Vermählung mit Gott auf optimale, auf maximale Weise im göttlichen Willen leben können. Wir brauchen ja die Tugenden, wir brauchen die Reinigung, wir brauchen die Umwandlung, also den Weg der Heiligung, den Weg der Reinigung, der Erleuchtung und dann den Weg der Einigung. Den brauchen wir gerade auch im göttlichen Willen, so wie früher. Also es ändert sich da nichts. Wer die Schriften von Luisa Picaretta im Wortlaut liest, kann leicht den Eindruck gewinnen, dass es möglich ist, den eigenen Willen ganz durch den Willen Gottes ersetzen zu lassen. Und diesen Punkt, der scheint mir der wichtigste zu sein hier, weil das, in diesem Absatz kommen Zitate, die sehr gewichtig erscheinen und auch in einer Weise sind, aber es handelt sich auch hier um ein Missverständnis. Es geht nicht um die Ersetzung des Willens Gottes, also meines persönlichen Willens durch den Willen Gottes. Sagen wir so, es geht einerseits doch darum, aber wie ist das jetzt zu verstehen? Es ist das Missverständnis, glaube ich, hier zu finden, dass der Verfasser hier nicht unterscheidet zwischen der physischen und der moralischen Einheit vom göttlichen Willen mit dem menschlichen Willen. Ich komme jetzt zurück auf die Dogmatik von Matthias Prem. Ganz kurz, da werden wir dann besser verstehen, was gemeint ist. Die Dogmatik hält fest, es ist ein Dogma, dass physisch genommen in Christus zwei Willen sind. Physisch genommen, da ist der göttliche Wille, und da ist der menschliche Wille, denn in Christus gibt es zwei Naturen. In Christus sind die göttliche Natur und die menschliche Natur miteinander vereint. Durch die hypostatische Vereinigung, und das ist auch ein Dogma, die göttliche und die menschliche Natur sind durch die hypostatische Vereinigung nicht zu einer einzigen Natur geworden, sondern zwei geblieben. Das muss ich jetzt noch vorausschicken, das ist ein Dogma. Die hypostatische Vereinigung, das bedeutet, die zweite göttliche Person, der Logos, ist die Hypostase, das heißt der Träger dieser Vereinigung. Der ist der Träger von der göttlichen und von der menschlichen Natur, von beiden. Und eben in dieser zweiten göttlichen Person sind beide Naturen vereint. Hypostatische Vereinigung. Göttliche und menschliche Natur sind eins, aber sie werden dadurch nicht zu einer einzigen Natur, sondern sie bleiben zwei. Sie sind vereint, aber nicht vermischt. Und daraus ergibt sich dann dieser zweite Grundsatz, dieses zweite Dogma, dass in Jesus, wenn es zwei Naturen gibt in Jesus, eine göttliche und eine menschliche, dann gibt es auch zwei Willen. Die göttliche Natur wird vom göttlichen Willen geleitet, die menschliche Natur vom menschlichen Willen wird sie geleitet. Und da muss man aber unterscheiden, das ist dieses Dogma. Physisch genommen gibt es also zwei Willen in Jesus und zwei Arten von Tätigkeiten, Reihen. Er handelt göttlich und zugleich menschlich. Christus, seine Handlungen sind göttlich, weil der göttliche Wille ja in ihm wirkt.
Aber weil er auch Mensch ist, mit einer menschlichen Natur und einem menschlichen Willen, sind seine Handlungen auch menschlich. Also zwei Willen, zwei Arten von Tätigkeit, aber sie sind doch eins, moralisch eins, nicht physisch eins. Es gibt zwei Naturen und zwei Willen, es wird nicht eine Natur daraus. Es bleiben zwei Naturen, es bleiben zwei Willen, aber sie sind moralisch eins. Sie bilden eine moralische Einheit, diese zwei Willen. Und da, glaube ich, liegt dieses Missverständnis vor. Pater Sütterlin sagt ja dann, er bezieht sich dann auf, das liest man hier ja auch in der Dogmatik, auf das Konzil von Konstantinopel 680 bis 81 und Konzil von Trient. Er unterstellt Luisa Picareta nämlich den Monotheletismus, dass nur ein Wille im Menschen, also dass es nur um einen einzigen Willen geht. Der Mensch soll seinen Willen aufgehen lassen und eigentlich zerstören lassen, aufheben lassen vom göttlichen Willen, sodass physisch der göttliche Wille im Menschen wirkt. Und dann wird der Mensch eigentlich zur Marionette, zum Automaten. Dann ist das so etwas wie das Zeichen des, das ist jetzt ein krasser Vergleich, das Zeichen des Tieres. Man soll sich dieses Zeichen, den Chip, ja nicht aufprägen lassen oder einsetzen lassen, weil es heißt, dann wird man ferngesteuert. Dann wird der menschliche Wille, die Freiheit, ausgeschaltet. Dann wird man aus der Ferne im Denken und im Wollen und im Handeln bestimmt. Dann hat man keine Freiheit mehr. Und hier ist es ähnlich, die Behauptung, der göttliche Wille würde den menschlichen physisch ersetzen. Ich muss jetzt auch diese Formulierung verwenden, dann kann man leicht den Eindruck gewinnen. Also ich habe den Eindruck, dass es um dieses Missverständnis hier geht. Es geht nicht um eine physische Auflösung des menschlichen Willens, sondern um die moralische Einheit beider. Und das lässt sich auch leicht nachweisen, denn die Dogmatik fängt auch an. Es sind zwei Willen in Jesus und doch eine Einheit, ein Wille. Und das kommt dann als Beleg, die berühmte Stelle vom Ölberg, wo Jesus sagt, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Lukas 22, 42. Er sagt auch, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 5, 30. Da gibt es noch einige andere Stellen in der Schrift. Aber hier sieht man, dass Jesus einen vom Vater verschiedenen Willen hat, einen menschlichen Willen. Also er hat einen menschlichen Willen, der vom Göttlichen real verschieden ist. Und das ist bei uns ja auch so. Das ist das Geheimnis auch Mariens. Bei Pater Damian Fehlner wird das ganz klar herausgearbeitet in seinem Buch über Maximilian Kolbe, Saint Maximilian Mary Kolbe, Martyr of Charity, Pneumatologist, His Theology of the Holy Spirit. Da wird das ganz klar erklärt auch, die unbefleckte Empfängnis. Da handelt es sich auch um zwei Naturen und um zwei Willen. Also den Heiligen Geist und Maria. Der Heilige Geist wohnt in Maria, er erfüllt sie, er leitet sie. Der göttliche Wille, der Heilige Geist, er lenkt, er leitet den menschlichen Willen Mariens, aber nicht im Sinne eines Automaten, eines Sklaven oder einer Marionette, sondern in Liebe, in freiwilliger Übereinstimmung, in Hingabe. Und da sehen wir, das ist genauso ähnlich, ganz ähnlich wie bei Jesus. Maria ist ein Geschöpf, für sie ist der Wille Gottes eine Gabe, ein Geschenk. Er wohnt in ihr, er schenkt sich, er teilt sich mit. Und so ist Maria auch für uns das volle Vorbild. Jesus ist Gott, wir sind nicht Gott. Für uns ist der göttliche Wille eine Gabe, so wie er für Maria eine Gabe ist. Bei Jesus ist alles Natur. Gott ist Natur bei Jesus. Der göttliche Wille ist Natur bei Jesus. Bei Maria ist das nicht so. Bei Maria ist das so wie bei uns. Gott schenkt sich ihr, er teilt sich ihr mit, er wohnt in ihr. Es ist der Heilige Geist. Und
und sie lebt so vereint mit ihm, dass es nicht höher geht, nicht vollkommener möglich ist. Und das ist das Geheimnis der höchsten Heiligkeit, der höchsten Vollkommenheit, die überhaupt denkbar und möglich ist. Und das ist eigentlich eo ipso, die unbefleckte Empfängnis. So hat es der heilige Maximilian Maria verstanden. Und da, glaube ich, da fehlt es uns noch an Einsicht, weil wir hier erkennen müssen, dass die Gabe des göttlichen Willens wirklich von Gott kommt. Wenn wir den heiligen Maximilian Maria studieren und verstehen lernen, dann verstehen wir auch besser, dass Luisa Picaretta nicht im Irrtum ist, sondern dass es genau die Wahrheit ist. Dass es tatsächlich zwei Willen gibt, physisch gesehen, aber moralisch gesehen bilden sie einen einzigen. Und ich habe da einiges zusammengesucht aus den Schriften von Luisa. Es gibt unzählige Stellen, die das belegen. Das möchte ich Ihnen dann gleich vorführen. Also ich möchte aber noch einmal zurückkommen auf Pater Süterlin. Er sagt, im Christentum hat es immer wieder die heretische Vorstellung gegeben, dass der menschliche Wille ganz im göttlichen Willen aufgeht. Die Kirche hat das abgelehnt und als heretisch eingestuft, eben in Konstantinopel und auch in Trient. Konstantinopel sagt, in Jesus war neben dem göttlichen Willen auch ein menschlicher Wille und beide sind wechselseitig zusammengekommen. Das ist im Denzinger Hühnermann, also einer Sammlung von Lehrschriften, kirchlichen Lehrschriften. In Trient heißt es auch, der menschliche Wille wird von Gott bewegt, aber bleibt niemals passiv, sondern wirkt in Freiheit mit der Gnade mit. Und genau das ist es, was Jesus auch bei Luisa meint. Und da handelt es sich offensichtlich um ein Missverständnis. Da wird eine Häresie Luisa unterstellt, wo es keine gibt. Das trifft genau auf Luisa zu. Jesus sagt ja zu ihr so oft, sei aufmerksam und treu. Das heißt, wirke mit, halte deinen menschlichen Willen geopfert. Und ein paar Auszüge nur, es ist schon wieder so lang, aber ich muss Ihnen doch das sagen, weil es so wichtig ist. Ein paar Auszüge. Gott will den menschlichen Willen lebendig. Er will ihn nicht tot. Am 31. März 1929 sagt Jesus, der menschliche Wille ist nicht tot, sondern er lebt, um dem göttlichen Willen die Herrschaft zu geben. Und so auch am 26. März 1933. Gott will unseren menschlichen Willen lebendig. So sagt Luisa hier auch, Gott will unser kleines menschliches Wollen lebendig, um in einem lebendigen Wollen zu wirken, das eben nicht tot ist, sondern um sein kleines Handlungsfeld in meiner Kleinheit zu haben. Ich bin klein, unfähig und schwach und aus dem Grund muss ich mich hingeben, um das große Wirken des göttlichen Fiat zu empfangen. Also genau das, was Maria tut, was Maria getan hat, müssen auch wir tun. Hingabe, Empfangen des göttlichen Willens. Und das ist höchste Aktivität, Aufmerksamkeit. Ich muss mich hingeben, ich muss aufmerksam sein, ich muss empfangen. Und da sagt Jesus dann auch sehr gut erklärend, wir wollen, dass sich deine Kleinheit von all dem entleert, was nicht zu uns gehört. Aber wir wollen diese Kleinheit lebendig, damit sie fühlt, wie sehr wir sie lieben. Und das Leben der Werke unseres Willens, das sich in ihr entfaltet. Also die Seele soll ja das Leben der Werke des göttlichen Willens fühlen und erfahren, das sich in ihr entfaltet. Deshalb musst du dich zufrieden geben, lebendig zu sein, ohne Herrin darüber zu sein. Und das sind die entscheidenden Worte. Lebendig, aber ohne Herrin über den eigenen Willen zu sein. Dies ist das große Opfer und der Heroismus dessen, der vom göttlichen Willen lebt. Sich lebendig zu fühlen, um die göttliche Herrschaft zu erfahren. Also um das tun zu können, was Gott will. Dies ist das Opfer, der Heroismus der Heroismen. Scheint es dir wenig, das Leben des eigenen Wollens zu fühlen, weil es sich nicht selber dient, als ob es kein Recht hätte, die eigene Freiheit freiwillig zu verlieren, damit es meinem Willen diene, um ihm seine angemessenen Rechte zu geben. Also, ich spüre meinen eigenen Willen, aber ich gebe ihm nicht nach, ich gebe dem göttlichen Willen Raum. Das ist Heldentum, das ist Opfer. Ich verliere freiwillig meine Freiheit.
Das ist umgesetzt in der Praxis der Gehorsam. Es wäre noch einiges, aber ich lasse es hier, sonst wird es zu viel. Der heilige Maximilian, er hat ja auch darüber geschrieben. Es ist ja sonst nicht, wenn der Heilige hat genau dieselbe Erkenntnis gehabt und genau dasselbe gelebt wie Luisa Picaretta. Er sprach ja auch vom Verschmelzen mit dem göttlichen Willen durch den Willen der Immaculata. SK 1160 erwähne ich nur hier. Und SK 508, das ist der Brief an Antonio Vivoda, wo er spricht über die Transsubstantiation in die Immaculata, also Umwandlung in die Immaculata, Verschwinden in der Immaculata, Immaculata sein. Bei Maximilian finden wir genau denselben Gedanken, ich verschwinde. Er sagte sogar, von mir soll keine Spur übrig bleiben. Ich möchte so wie die Asche sein, die vom Wind verweht wird. Keine Spur soll von mir übrig bleiben. Und da ist hier eben auch gemeint, nicht die physische Vernichtung des menschlichen Willens, sondern die moralische Einheit. Die physische Vernichtung würde ja eine Marionette aus mir machen. Aber nein, es ist ja das Opfer. Ich willige ein in jedem Akt, in jedem Augenblick neu. Ich willige ein in das, was Gott will. Ich gehorche, ich lasse mich leiten. Das sind die Grundgedanken des heiligen Maximilian. Den eigenen Willen total verleugnen. Das ist auch bei Schwester Bonaventura Fink zu finden. In dem Buch finden wir zahlreiche Belege, dass ich geschrieben habe über sie, eine weltweite Mission, Schwester Bonaventura Fink. Sie schreibt auch, der Demütige verfällt vollends in sein Nichts. Das heißt eben, von mir bleibt nichts übrig, aber nicht jetzt im physischen Sinn, sondern im moralischen Sinn. Ich gebe mich ganz hin. Schwester Bonaventura Fink hat so gelebt, im neuen Leben, so im göttlichen Leben gelebt, dass von ihrem menschlichen Leben nichts mehr übrig geblieben ist. Das heißt nicht physisch, sondern moralisch. Und das hat sich so ausgewirkt, dass sie sagen musste, in mir gibt es kein menschliches Ich-Bewusstsein mehr. Also dieses persönliche Eigenbewusstsein blieb auf der Strecke, weil sie das göttliche Leben in sich wahrgenommen hat und nur sich von ihm leiten hat lassen, ausschließlich von ihm leiten hat lassen, sodass sie wirklich sagen musste, Bonaventura untergegangen in Maria. Sie lebte als Maria, wie der heilige Maximilian. Wenn die Aussagen von Luisa Picaretta dogmatisch falsch sind, dann ist auch Schwester Bonaventura ein einziger Irrtum, dann war sie auch dogmatisch vollkommen falsch. Und auch der heilige Maximilian Maria ist falsch gelegen. Dann muss man auch sagen, die Schlussfolgerung ziehen, dass die Schriften des heiligen Maximilian Maria dogmatisch falsch sind, dass er die unbefleckte Empfängnis einfach falsch verstanden hat. Das kann ich aber nicht mitvollziehen, wenn man das Buch von Pater Peter Damian Fellner liest, der die theologischen Grundlagen des heiligen Maximilian jahrzehntelang gründlich erarbeitet hat, dann sieht man, dass es sich hier nicht um die physische Vernichtung des menschlichen Willens im Göttlichen handelt, die Auflösung, Zerstörung, diese Worte kommen tatsächlich bei Luisa vor, sondern um die moralische Einheit, also die Unterordnung, den Gehorsam, sich leiten lassen, in allem von der Immaculata leiten lassen, das heißt durch die Immaculata, die ja ganz das Eigentum Gottes war, immer war, sich von Gott leiten lassen. Und das ist auch der Grundgedanke bei Luisa Picaretta und kein anderer. Bei Pater Sütterlin heißt es dann auch der nächste Punkt, wer die Schriften von Luisa Picaretta im Wortlaut liest, wird auf den Gedanken stoßen, dass der Wille Gottes, mit dem man sich vereinigen kann, das eigentliche Sakrament sei, das alle anderen Sakramente und sogar die Eucharistie übertreffe. Und das ist ja tatsächlich so, da gibt es eine Stelle, mehrere Stellen dazu. Ich habe mir nur ein paar herausgesucht. Er führt hier auch das Zweite Vatikanische Konzil an, das muss ich noch ergänzend hinzufügen. Die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des gesamten christlichen Lebens.
Das sagt das Zweite Vatikanum. Es sagt auch der Priester, der Luisa begleitet hat, nein, er hat ihr widersprochen, nicht der göttliche Wille ist der Mittelpunkt, sondern die heilige Eucharistie ist der Mittelpunkt des christlichen Lebens. Also da war auch schon diese Diskrepanz und dieses Missverständnis. Es ist auch hier ein Missverständnis. Denn Jesus sagt nicht, dass er will nicht die anderen Sakramente alle abschaffen, sondern er sagt damit nur, dass der göttliche Wille als die Quelle der Erschaffung von allen, die über den Sakramenten steht, das ist eigentlich ja logisch. Der göttliche Wille ist ja die Quelle von allem, was existiert. Gott hat gesprochen, es werde im Buch Genesis und es ist geworden. Es werde Licht, es werde das Wasser und das die Erde und die Pflanzen und die Tiere und zuletzt der Mensch. Das ist das Es werde, das ist der göttliche Wille, das Fiat. Fiat heißt ja übersetzt aus dem Lateinischen Es werde. Und so in dem Sinn versteht Luisa den göttlichen Willen. Und in dem Sinn ist es ja auch von Jesus ausgesprochen in ihren Schriften. Der göttliche Wille ist die Quelle von allem. Er ist der Schöpfer, er ist der Mittelpunkt in Gott, er ist in allem der Mittelpunkt. 4. Juli 1927. Und da heißt es wirklich, es ist ja klar, wenn Gott alles erschaffen hat, dann ist er größer. Der göttliche Wille ist größer als die Schöpfung, die er erschaffen hat. Oder man kann sagen, der göttliche Wille hat die Sakramente ja eingesetzt. Gott hat sie gewollt. Er hat sie gestiftet. Er hat sie eingesetzt. Also was ist größer? Der göttliche Wille oder die Sakramente, die er eingesetzt hat? Natürlich ist der göttliche Wille größer. Wir kennen diese Streitfrage aus dem Bild, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Natürlich ist zuerst das Huhn, das das Ei dann gelegt hat. Und so ist, das ist jetzt, da kann man wieder spotten darüber, wer möchte, kann es tun. Aber es ist dasselbe Prinzip. Der göttliche Wille ist die Ursache, er ist die Quelle von allem, was er erschaffen hat. Und deshalb ist er tatsächlich größer als die Sakramente. Das heißt aber nicht, dass die Sakramente jetzt ausgehebelt und abgeschafft sind und dass wir sie nicht mehr brauchen. Das behauptet Jesus in keiner Weise bei Luisa. Im Gegenteil, er sagt, die Seelen, die im göttlichen Willen leben, werden erst die ganze Frucht der Sakramente genießen, weil sie nicht mehr sündigen. Wenn wir nicht sündigen, dann schöpfen wir die volle Frucht der Gnade Gottes. Dann empfangen wir den Heiligen Geist in der ganzen Fülle. Und wenn wir den Heiligen Geist in der ganzen Fülle empfangen, können wir auch die ganze Frucht der Sakramente empfangen. Es ist ja so, man kann das ja gar nicht leugnen. So ist der 4. Juli 1927. Jesus sagt hier, das ist genau der Punkt, den Pater Sütterling hier bekrittelt oder angreift. In dem Sinn, er meint es ja, in dem Sinn, er möchte die Lehre der Kirche verteidigen, aber es handelt sich eben um ein Missverständnis, das sehen wir hier. Jesus sagt, wer in meinem Willen lebt, hat in sich die Quelle der Quelle der Sakramente und kann mich so oft vervielfältigen, so oft er will und wie er will. Der göttliche Wille ist ja die schöpferische Macht. Er hat die Schöpferkraft, er vervielfältigt. Und so kann auch im Geiste das Geschöpf jetzt, das im göttlichen Willen lebt, teilnehmen an dieser Schöpferkraft. Das heißt jetzt nicht, dass ich Sonnen und Geschöpfe mache aus eigenem heraus, sondern ich wirke mit dem mit, was Gott tut. Es ist eine Lebenseinheit, eine Lebensgemeinschaft. Und Luisa hat sich dann gefragt, sie hat gezweifelt. Und Jesus erklärte dann näher, die Sakramente gingen wie viele kleine Quellen von meinem Willen aus. Er hat sie gewollt, er hat sie eingesetzt, er hat sie gestiftet. Und indem sie aus ihm hervorgingen, behielt ich mir in ihm die Quelle vor, aus der die Quellen ständig die Güter und die Früchte empfangen. Also er selber, der göttliche Wille, besitzt die Quelle, aus der die Sakramente ständig die Früchte empfangen. Also aus dem göttlichen Willen heraus bringen die Sakramente die Wirkung hervor. Sie haben ja... Sie sind eingesetzt vom göttlichen Willen und sie wirken vom göttlichen Willen her, von ihm ausgehend.
Wenn der göttliche Wille nicht wäre, dann könnten die Sakramente keine Wirkung hervorbringen. Wenn der göttliche Wille nicht wäre, dann wäre mit einem Schlag mein Leben zu Ende. Der Herzschlag, der Atem, die Bewegung, der Blutkreislauf, das wäre mit einem Schlag zu Ende, weil der göttliche Wille ja ständig das Leben mitteilt, die Gnade mitteilt. Das natürliche und das übernatürliche Leben bringt er hervor und teilt er mit. Das ist ja auch einzusehen, das wird kein Theologe leugnen. Und wenn ich jetzt im göttlichen Willen leben darf, dann besitze ich die Quelle von allem. Die Sakramente hingegen sie können nur gemäß der Disposition der Empfänger wirken. Ex opere operantis ist ja hier der theologische Fachausdruck. Ex opere operato, das ist ein Wirken von sich aus, unabhängig von der Disposition des Empfängers. Ex opere operantis ist ein Wirken abhängig von der Mitwirkung des Empfängers. Das ist eben bei den Sakramenten der Fall. Wenn jemand keine Reue hat, dann ist die Beichte so gut wie wirkungslos. Oder sogar das Gegenteil, oder die heilige Kommunion. Wenn ich sie empfange und nicht disponiert bin, dann esse und trinke ich mir das Gericht. Also die Sakramente können nur gemäß meines Mitwirkens auch in mir wirken. Mangels Bereitschaft seitens der Geschöpfe enthalten die kleinen Quellen der Sakramente nicht die großen Güter. Also sie können diese großen Güter nicht mitteilen, die sie eigentlich in sich tragen, die der göttliche Wille geben möchte. Oft werden Wasser vergossen und die Geschöpfe werden nicht gewaschen. Das ist zum Beispiel bei der Erwachsenentaufe der Fall, wenn der Täufling nicht disponiert ist. Oder es wird eine göttliche und unauslöschliche Eigenschaft eingeprägt, aber trotzdem werden die Geschöpfe nicht geheiligt. Also ein Charakter bei der Taufe. Es wird zwar der Charakter der Taufe eingeprägt, aber der Täufling wird nicht geheiligt, weil er nicht disponiert ist. Oder wenn man zur heiligen Kommunion geht und sich nicht bessert, sich nicht ändert, sündhaft und lieblos bleibt wie vorher. Und wer den göttlichen Willen, wer in ihm lebt, lässt ihn regieren wie in seinem eigenen Reich. Das ist auch ein Ausdruck, den Pater Süterlin nicht teilt, aber es ist genau der Punkt, da ist auch ein Missverständnis. Weil wenn ich im göttlichen Willen lebe, dann lasse ich ihn herrschen, wie in seinem eigenen Reich, also wie im Himmel, wie in Gott selber. Diese Seele besitzt dann die Quelle der Sakramente, weil ja der göttliche Wille die Quelle der Sakramente ist. Und er besitzt daher dann auch die Quelle, die Sakramente mit allen Wirkungen und Gütern, die sie enthalten. Wenn ich die Quelle der Sakramente besitzen darf, dann besitze ich ja auch eigentlich die Sakramente und alle ihre Güter und ihre Wirkungen. Damit ist nicht gesagt, dass ich sie nicht mehr empfangen brauche, sondern im Gegenteil, dass ich sie oft empfangen soll, weil ich ja davon die Wirkungen dann erhalte, die Güter empfange. Das geschieht ja durch den Vollzug, das Geschehen, dass ich das Sakrament wirklich annehme. Im göttlichen Willen heißt ja, Leben heißt ja, den Willen Gottes zu tun. Und zwar, wenn ich jetzt die Sakramente empfange, also hier heißt es im Wortlaut bei Luisa so, und da er sie von der Kirche empfängt, also die Sakramente, wird er fühlen, dass es eine Speise ist, die er besitzt. Und dass er sie nimmt, um den Sakramenten diese vollständige Verherrlichung zu geben aus ihrer Quelle, die er besitzt. Also wir besitzen die Quelle der Sakramente, den göttlichen Willen, und empfangen die Sakramente. Und auf diese Weise, darum geht es hier, um den göttlichen Willen zu verherrlichen, der sie einsetzte. Also wir empfangen die Sakramente, um den göttlichen Willen zu verherrlichen, der sie einsetzte. Das ist die Sichtweise aus dem Buch des Himmels. Und da kann ich keine Schwierigkeit erkennen. Und dann noch ein Punkt über Pater Pio. Das scheint mir auch sehr wichtig, weil er hier so hervorgehoben wird. Es gibt da ein Zitat aus dem Kapuzinerkloster von San Giovanni Rotondo.
aus dem Jahr 1998 wurde da eine Antwort veröffentlicht, wo im Kloster nachgefragt wurde bezüglich des Kontaktes zwischen Pater Pio und Luisa Picaretta. Und im Kloster kam die Antwort 1998, ohne einen Namen zu nennen. Also da spricht jemand, ich habe ihre Anfrage Pio und Luisa Picaretta erhalten. Das ist ein Ich, von dem wir nicht wissen, wer es ist. Es ist eine Einzelperson, also auch nicht eigentlich das Kloster im Gesamten, muss man dazu sagen, sondern eine Einzelperson aus dem Kloster. Ich kann Ihnen keine Informationen geben, da sich die beiden nie getroffen und auch nicht korrespondiert haben. Und das wurde mit einer Person überprüft, die sehr mit der Bewegung des göttlichen Willens verbunden war. Also verbunden war, anscheinend ist da auch ein Bruch entstanden. Und dann heißt es besteht absolut kein Grund, den verehrungswürdigen Padre Pio, das war ja vor seiner Heiligsprechung, mit dieser Bewegung in Verbindung zu bringen. Und ich wünsche ausdrücklich, dass sein Name nicht in irgendeiner Weise damit in Verbindung gebracht wird. Das ist aus dem Jahr 1998. Nun aber habe ich auch die Informationen aus dem Internet bezogen und aus verschiedenen Quellen. Das muss ich Ihnen hier dazu sagen. Da ist wirklich Behauptung und Gegenbehauptung. Es ist nämlich so, dass es einen Kapuzinerpater gibt oder gegeben hat, der ist wahrscheinlich schon verstorben, Padre Bernardino Bucci. Padre Bernardino Bucci war Kapuzinerpater und er war der Neffe von Rosaria Bucci, seiner Tante. Sie war jahrzehntelang die rechte Hand von Luisa Picaretta und dieser Padre Bernardino Bucci hat seine Erinnerungen zusammengestellt, also Interviews gemacht und Aufzeichnungen gemacht. Meiner Tante Rosaria, dieses Buch hat er seiner Tante gewidmet und dort hier aufgeschrieben, was sie ihm erzählt hat über Luisa und Pater Pio. Und Rosaria Bucci war also Jahrzehnte die rechte Hand von Luisa Picaretta und sie war Beichtkind von Pater Pio. Und diese Rosaria hat die Worte von Pater Pio gehört nach dem Tod von Luisa, die hier auch bekrittelt werden. Das neue Jahrtausend wird das Licht Luisas sehen. Luisa ist kein menschliches Werk, sondern sie ist ein Werk Gottes. Die ganze Welt wird voll sein von Luisa. So hat Pater Pio zu Rosaria gesagt. Sie soll weitermachen, mach weiter, mach weiter. Die ganze Welt wird voll sein von Luisa. Und das war nach dem Tod von Luisa, Worte von Pater Pio. Dann gibt es auch ein Faktum, dass die beiden, sie haben sich zwar nie gesehen, aber sie haben doch korrespondiert. Es gibt einen Brief von Pater Pio nach der Verurteilung von Luisa Picaretta, wo drei von ihren Schriften auf den Index gesetzt wurden, 1938. Da hat Pater Pio an sie kurz geschrieben, die Heiligen, setzen sich für die Kirche ein, jetzt weiß ich den Wortlaut nicht mehr genau, aber ihre Leiden kennen keine Grenzen. So ist der Wortlaut, ihre Leiden kennen keine Grenzen. Also Pater Pio hat selber Luisa als eine Heilige betrachtet und Verständnis gehabt für ihre Verurteilung, ihre Leiden kennen keine Grenzen. Er selber hat ja auch Ähnliches durchgemacht. Also sie haben korrespondiert, es gibt sogar einen Brief von Pater Pio an Luisa nach der Verurteilung und es gibt Briefe von Luisa, wo sie in drei verschiedenen Briefen bittet, diese Personen, dass sie Pater Pio davon erzählen von ihr und dass er für sie betet. Ein Brief an Caterina Valentino aus San Giovanni Rotondo, wo das Kloster ja von Pater Pio war am 27. April 1939. Pater Pio möge beten. Und dann gibt es zwei Briefe an Federico Abresch. Er war Fotograf, der Hausfotograf bei den Kapuzinern in San Giovanni Rotondo und kam durch den Guardian des Klosters von San Giovanni Rotondo auf die Stundenuhr von der Luisa. Und dann fuhr er zu Luisa hin und war ganz beeindruckt. Und dann hat er Pater Pio gefragt und er hat ihm den Segen gegeben, ja, er soll sie weiterhin besuchen, er soll die Stundenuhr lesen. Pater Pio selber hat sie auch ein paar Mal gelesen und sehr hoch geschätzt, das muss man auch dazu sagen. Und der heilige Pater Pio hat dann auch seinen Segen gegeben, als Federico Abresch daran dachte, ein Haus in San Giovanni zu eröffnen zur Verbreitung des göttlichen Willens. Also Pater Pio hat den Segen gegeben,
dass Federico Abresch ein Haus zur Verbreitung des göttlichen Willens in San Giovanni Rotondo eröffnet. Und dieses Haus wurde dann nach dem Ableben von Federico Abresch geleitet von Adriana Palotti. Sie war wie Federico Abresch ein geistliches Kind von Pater Pio und hat auch die Schriften von Luisa Picareta studiert und verbreitet. Und sie hat das in einem Video alles erzählt, in einem Interview mit Padre Bernardino Bucci auf YouTube zu sehen. Adriana Palotti spricht hier ganz begeistert. Also Federico Abresch kannte Pater Pio persönlich sehr gut und auch Luisa Picareta sehr gut, hat beide oft getroffen und zwischen beiden hin und her korrespondiert, also vermittelt. Adriana Palotti kannte Luisa Picareta, glaube ich, nicht persönlich, aber sehr gut Pater Pio und sehr gut Federico Abresch. Also da ist auch ein Missverständnis offensichtlich. Federico Abresch hat einen Brief von Luisa bekommen am 5. August 1940 und am 27. November 1944. Er möge Pater Pio erzählen, das und das. Er möge Pater Pio erzählen. Also man hat gesprochen, korrespondiert über Federico Abresch, Pater Pio und Luisa. Es gab einen Kontakt. Noch dazu ist eine Biografie über Luisa Picareta erschienen im Verlag des Vatikan von Maria Rosaria del Genio über Luisa Picareta, die Biografie. Dort heißt es ausdrücklich, dass die ganze Bevölkerung von San Giovanni Rotondo wusste, wie sehr Pater Pio Luisa Picareta geschätzt hat, wie hoch er sie eingeschätzt hat. Das war in ganz San Giovanni Rotondo bekannt zu Lebzeiten von Pater Pio. Und dann noch einen Punkt. Ich möchte jetzt nicht zwei Videos machen, sondern dass das in einem zusammengefasst ist. Es wird vorgeworfen, den Schriften der Luisa, dass da von den Königinnen die Rede ist. Die Königinnen, das sind die Seelen, die im göttlichen Willen leben, während die anderen nur Dienerinnen sind. Die Königinnen handeln in göttlicher Weise, das heißt eben, ihre Handlungen wirken ewig und universell. Die Dienerinnen, das sind die Seelen, die nicht im göttlichen Willen leben, die ihre menschlichen Handlungen tun. Das heißt, können auch Heilige sein, aber ihr Wirken bleibt eingeschränkt auf ihren Bereich, in ihr Jahrhundert, in ihr Land, in ihre Stadt, je nachdem, in ihren menschlichen Bereich. Dort haben sie oft aufsehenerregende Wunder gewirkt. Aber es bleibt ein eingeschränktes Wirken, weil es im Rahmen des geschöpflichen, zeitlichen, räumlichen Wirkens eingeschränkt bleibt. Und das wird schwer angekrittelt hier, bekrittelt, dass man hier von Königinnen spricht. Also eine Art von Hochmut wird hier unterstellt. Das ist wirklich auch eine Unterstellung, weil es ja im göttlichen Willen darum geht, nicht nur demütig zu sein wie früher, wie die Heiligen danach gestrebt haben, demütig zu sein, sondern ins Nichts zurückzukehren, also noch weniger zu sein als demütig. Das ist ja auch das Wort von Schwester Bonaventura Fink. Am Ende verfällt der Demütige vollends in sein Nichts. Das heißt, hier löst sich das persönliche Eigenbewusstsein auf. Man nimmt nur mehr das göttliche Leben in sich wahr, das Persönliche, das Menschliche, mein eigenes Wollen. Es tritt so weit zurück, dass es nicht einmal mehr stört. Und das ist eigentlich noch mehr als bei Luisa Picareta. Schwester Bonaventura Fink und Pater Maximilian Maria Kolbe, sie wurden noch weiter geführt als Luisa Picareta. Das ist eigentlich ein noch viel größerer Skandal. Wenn es einen Skandal bei Luisa Picareta geben soll, dann sind Maximilian Maria Kolbe und Schwester Bonaventura Fink und alle diese Seelen, die diesen Weg geführt wurden, noch ein größerer Skandal, weil sie noch tiefer im göttlichen Willen gelebt haben, noch vollkommener, noch reiner durch diese Vermittlung der Mutter Gottes, die die Seelen so weit erhebt, dass sie ohne jeden Fehler, ohne jeden Makel imstande sind, im göttlichen Willen zu leben, ganz ähnlich wie sie selbst. Das ist erst ein Skandal, wenn man so sagen will. Also da bin ich gespannt, was da noch kommt, aber ich bin sicher, es wird sich alles aufklären. Ich möchte nur hier hinzufügen, es gibt ja auch andere
Aussagen, die in die Richtung gehen, die Vergleiche anstellen. Der heilige Ludwig sagt auch, die Apostel der Endzeit werden wie die Zedern des Libanon das niedere Gesträuch überragen an Heiligkeit. Da könnte man auch von Hochmut und von Stolz sprechen. Es ist auch so ein Vergleich. Bei weitem, diese großen Heiligen in der Endzeit werden bei weitem die früheren Heiligen überragen. Der heilige Maximilian spricht sogar in dieser Art. Das möchte ich Ihnen auch kurz vorlesen. Also da kann ich keinen Hochmut erkennen und kann man auch nicht, glaube ich kaum, wenn man das liest. Also ich fange jetzt an, das Ziel der MI verwirklichen und dies so schnell wie möglich, nämlich die ganze Welt und jede einzelne Seele, die existiert oder bis zum Ende der Welt sein wird, für die Immaculata zu erobern und durch sie für das heiligste Herz Jesu. Das stammt aus dem Jahr 1933. Also ihm geht es darum, dass die Seelen immer enger sich anschließen an Maria, auf dass sie ganz eins werden mit ihr, ja, sie selbst werden. Also das ist keine physische Vernichtung, keine Zerstörung, sondern eine moralische Einigung, eine Umwandlung. Sie selbst werden, auf dass sie allein lebe, liebe und wirke in ihnen und durch sie. Und dann kommen diese Sätze, wie sie ganz Jesus gehört, Gottes ist. So wird auch jede Seele durch sie und in ihr Christus zu eigen Gottes. Und dann werden die Seelen das heiligste Herz Jesu lieben, wie sie es bisher nicht geliebt haben. Also übertreffen. Die Seelen werden Jesus lieben, wie sie es bisher nicht getan haben. Die Liebe Gottes wird durch Maria die Welt entzünden und sie entbrennen. Und es wird eine Aufnahme der Seelen in den Himmel geben aus Liebe. Und das ist auch so ein, man könnte hier auch, dann müsste man hier auch Hochmut unterstellen. Also der Eintritt in den göttlichen Willen ist ein einfacher Willensakt, das wird hier auch angekreidet bei Pater Sütterlin. Das ist sicher richtig, Eintritt in den göttlichen Willen, deswegen bin ich aber nicht gleich eine Heilige, sondern ich muss mich bemühen um die Reinigung, die Läuterung, den ganzen Weg, auch der geistlichen Dunkelheit, der Nächte und so weiter gehen. Das ist also hier kein Gegensatz. Und damit bin ich am Ende mit der Schrift von Pater Sütterlin. Also wir sehen, es ist kein Hochmut, wenn Jesus von den Königinnen spricht und von den Dienern oder Dienerinnen, den Seelen, die früher gelebt haben, weil sie diese Gnadengabe nicht hatten, sondern es ist eine größere Gnadenmitteilung. Wie gesagt, der heilige Ludwig müsste dann einen Skandal auslösen und auch der heilige Maximilian. Und noch ganz zum Schluss, es ist jetzt schon viel, aber noch ganz zum Schluss möchte ich das noch anführen. Ein Zeitungsartikel erschienen in La Croix, 3. Februar 2024, wo es heißt, dass die katholische Kirche Luisa Picaretta nicht selig sprechen wird. Ihr Seligsprechungsprozess ist ausgesetzt. Also es heißt in dem Artikel, die Kirche wird Luisa Picaretta nicht selig sprechen. Am 24. Januar teilte Bischof Benoit Bertrand dies mit. Eine Botschaft des Dikasteriums für die Seligsprechungsprozesse teilte dieser Bischof Benoit Bertrand den französischen Bischöfen mit. Und er wiederholt auch die Argumente des Dikasteriums. Dreifach, theologische, christologische und anthropologische. Und zwar lauten die Anklagepunkte oder die Kritikpunkte hier, die Konzeption von Luisa Picaretta des göttlichen Willens lässt dem Menschen nicht die Möglichkeit, seinen freien Willen auszuüben. Das ist völlig an der Sache vorbei. Es lässt nicht die Möglichkeit, seinen freien Willen in der Weise auszuüben, wenn wir ihn als Eigenwillen betätigen. Eigenwilliges Handeln, eigenmächtiges Handeln gibt es tatsächlich keines mehr bei Luisa Picaretta. Das gibt, wenn ich im göttlichen Willen leben will, dann kann ich nicht zugleich eigenmächtig handeln wollen. In dem Sinn ist das richtig. Das lässt nicht die Möglichkeit, den freien Willen auszuüben, das heißt eigentlich den Eigenwillen. Aber es lässt sehr wohl die Möglichkeit, den freien Willen auszuüben, indem ich nämlich genau jeden Augenblick aus freien Stücken, aus Liebe,
dem göttlichen Willen zustimme und mich unterwerfe, in Gehorsam und mich leiten lasse. Das sind die Worte des heiligen Maximilian. Ich lasse mich leiten und in der Form übe ich meinen freien Willen aus, indem ich Ja sage. Fiat, fiat mihi, zum göttlichen Willen. Genau wie Maria ihr ganzes Leben lang es getan hat. Ein weiterer Kritikpunkt, die Konzeption von Picaretta beinhaltet nicht den Vorrang der barmherzigen und bedingungslosen Liebe Gottes. Ich weiß nicht, wo man das gefunden hat. Also man streitet, man will den Schriften von Luisa nicht zugestehen, dass die barmherzige Liebe Gottes, die bedingungslose Liebe Gottes den Vorrang hat. Es ist ja das ganze Buch des Himmels ein einziges Zeugnis genau dieser barmherzigen und bedingungslosen Liebe Gottes. Ein einziges Zeugnis, dass Gott sich immer mehr schenkt und immer mehr seine Liebe mitteilt und den Menschen immer mehr hineinnimmt in sein göttliches Leben. Was ist das nicht, wenn nicht barmherzig, wenn nicht bedingungslos? Ich kann diese Aussage überhaupt nicht verstehen. Ich habe das Wort Barmherzigkeit gesucht in den Büchern von Luisa und bin auf 127 Mal auf 127 Fälle gestoßen, wo das Wort Barmherzigkeit vorkommt. Also barmherzig kommt sicher noch öfter vor. Allein das Wort Barmherzigkeit kommt bei Luisa 127 Mal vor. Und dann wird bekrittelt, es gibt wenig oder keine Erwähnung der Auferstehung Christi. Ich habe viele Stellen gefunden, wo es um die Auferstehung geht, handschriftlich mir herausgeschrieben. Die Auferstehung Christi und die Auferstehung der Seele, also das Wort Auferstehung, kommt insgesamt 105 Mal vor. Die Auferstehung Christi ist tatsächlich nicht allzu häufig zu finden, aber inhaltlich geht es eigentlich ständig darum, wie diese Auferstehung Jesu Christi jetzt durch diese Gabe des göttlichen Willens dem Menschen zuteil werden soll, und zwar voll. Und da gibt es dann Aussagen wie: Die wahre Auferstehung, der gibt es noch, ist noch auf Erden. Jesus sagt zu Luisa am 20. April 1938, die wahre Auferstehung ist noch auf Erden, eben dadurch, dass sie den göttlichen Willen handeln lässt, in sich wirken lässt, indem sie immer zustimmt, indem sie sich immer leiten lässt vom Willen Gottes. Am 15. April 1919, Auferstehung der Seele, das ist das Symbol der Menschheit Jesu, der auferstandenen Menschheit Jesu. Also Leben im göttlichen Willen führt zur Auferstehung der Seele, zur Auferstehung des menschlichen Willens im göttlichen Willen. Und wenn die Seele aufersteht, wird eines Tages auch der Leib auferstehen. Und genau durch die Gabe des göttlichen Willens geschieht das. Durch das Leben im göttlichen Willen kommt es zur Auferstehung der Seele. Der göttliche Wille ist das Paradies auf Erden für die Seele. 3. Juli 1906. Ein Paradies auf Erden, weil ohne Bitterkeit und ohne Angst. 6. Dezember 1904. Die Auferstehung der Seele bedeutet, sie fühlt sich vergeistigt, vergöttlicht und unverweslich, die Seele. 9. Mai 1905. Und noch viele andere Stellen. Ich lasse es hier soweit. Und der letzte Punkt der Kritik ist, es gibt wenig oder keine Erwähnung der christlichen Hoffnung und der kirchlichen Gemeinschaft. Da frage ich mich auch, wo die französischen Bischöfe oder wo das Dikasterium besser gesagt diese Behauptung hernehmen. Die christliche Hoffnung wird, das Wort Hoffnung wird 156 Mal erwähnt bei Luisa Picaretta. Also Hoffnung jetzt in jeder Hinsicht, aber einfach, dass man Hoffnung hat, Hoffnung auf Christus, Hoffnung auf die Auferstehung, Hoffnung auf die Erlösung vom Bösen und dann die kirchliche Gemeinschaft, das Wort Kirche, kommt nicht selten vor. Man wird staunen, es ist nicht so selten, sondern sogar 311 Mal. Und die ersten 150 Mal, um die 150 Mal, sind in den ersten 10 Bänden zu finden. 150 Mal allein in den ersten 10 Bänden. Also ich habe das auch gesehen, in den ersten Jahren hat Luisa so viel von der Kirche geschrieben. Jesus hat ja so viel über die Kirche gezeigt und gesagt, sie hat so viel gebetet und gelitten, gerade für die Kirche, für die Priester. Also ich weiß nicht, wo man das,
wo man das hernimmt, wirklich, weil es ist genau das Gegenteil von dem, was wir in der Offenbarung, in den Offenbarungen von Luisa Picaretta lesen können. Es ist, ich kenne keine Schrift, kaum Schriften, die so sehr Zeugnis ablegen von der grenzenlosen Liebe Gottes. Es ist etwas Bahnbrechendes, meiner Überzeugung nach wirklich Bahnbrechendes. Und noch dazu, es ist eben, weil es bahnbrechend ist, eine neue Ebene. Das mag auch wieder Kritik hervorrufen, aber es ist tatsächlich eine neue Ebene. Denn auf dieser neuen Ebene sind schon wieder andere Seelen weitergeführt worden, weiter als Luisa Picaretta selber. Nach ihr kamen der heilige Pater Maximilian Maria Kolbe mit der Weihe, mit der grenzenlose Weihe an die Immaculata 1917. Das war wieder so ein Einschnitt, ein ganz großes Gnadengeschenk, das wir noch nicht verstehen. Pater Peter Damian Fehlner hat sich bemüht, jahrzehntelang das zu vermitteln. Aber auch er wurde meines Erachtens noch nicht verstanden. Es braucht Zeit, es wird sicher das Licht sich immer mehr verbreiten. Da bin ich überzeugt und deshalb mache ich mir auch keine Sorgen. Auch wenn jetzt mein Video angegriffen werden sollte seitens der Personen, die ich da jetzt zitiert habe, man möge es mir nicht übel nehmen, aber es ist mir ein Anliegen, einfach da Licht hineinzubringen, Klarheit zu schaffen, denn es ist eine Reihe von Irrtümern, die da vorliegt. Und das Traurige ist es ja eben, dass in Stift Heiligenkreuz diese Schriftstücke als Grundlage hergenommen werden, um eine Voreingenommenheit regelrecht zu zementieren, die es jetzt den Studierenden, den Lernenden faktisch ja unmöglich macht, sich an Luisa Picaretta heranzuwagen. Und schlimm ist ja auch die Tatsache, dass einige Priester, die sehr großen Zulauf haben durch ihre Videos, durch ihre Exerzitien und durch ihre Radiosendungen, die das auch ganz negativ darstellen, die Schriften von Luisa Picaretta ja regelrecht verteufeln. Aber auch das, ich bin zuversichtlich, dass sich das klären wird. Ich bilde mir jetzt nicht ein, dass ich als kleiner Mensch, der nicht einmal eine Lehrbefugnis hat, dass ich das jetzt das Ruder herumreißen kann. Das wird Gott selber tun, eines Tages. Das Licht wird einfach leuchten und es wird sich durchsetzen. Wenn ein Raum finster ist und ich betätige den Lichtschalter und es wird Licht, dann ist die Finsternis auf einen Schlag verschwunden. Und ich kann mir gut denken, dass, wenn die Stunde gekommen ist, dass Gott es auch ähnlich machen wird in dieser Sache. Er wird Luisa Picaretta zu ihrem Recht verhelfen. Er wird sie in dem Licht erscheinen lassen, das ihr gebührt. Gelobt sei Jesus Christus und seine heiligste Mutter.